Heute machen wir einen Reifen- bzw. Schlauchwechsel von der Motocross, Pitbike, Motorrad, Fahrrad. Funktioniert alles gleich. Wir fangen an am Hinterreifen. Der ist ein bisschen schwerer, weil der Vorderreifen hat keine Kette. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen was beachten. Bevor ihr den wechselt, braucht ihr natürlich einen neuen Schlauch oder Reifen. Und damit ihr wisst, welcher das ist, könnt ihr hier auf den Reifen schauen. Da steht eine Bezeichnung, 90-114. 90 ist die Breite, 100 ist die Prozentanzahl zu der Breite, also der ist 90 breit und 90 hoch, weil er 100% hoch ist. 114 Zoll. 49M steht für die Belastbarkeit, Geschwindigkeitsindex. Der ist nicht so wichtig, könnt ihr nachlesen, aber bei Motocross habt ihr ja keine Straßenzulassung und deswegen nicht so wichtig. Wir versuchen alles möglichst ohne großartige Hilfsmittel zu machen. Man kann das natürlich mit vielen Mitteln benutzen, aber wir machen es hier echt und simpel. Also legen wir los. Als allererstes muss die Luft aus dem Reifen. Dazu Ventil ab. Dann nimmt man natürlich Ventilausdreher. Ansonsten drückt ihr hier einfach auf das kleine Ventil und lasst die Luft raus. Hier ist die Luft schon komplett raus. Der Reifen ist leer. Dann ist hier so eine kleine Sechskantmutter. Die müsst ihr auch aufdrehen. In dem Fall wäre es mit einem 12er Schlüssel. Drehen wir ganz raus, weil der Schlauch soll ja raus. Jetzt bauen wir erstmal den Reifen ab. Dazu haben wir hier eine 14er und da eine 17er und schaut euch erstmal davor an, wie ist es alles aufgebaut. Okay, wir haben hier eine kleine Distanzhülse, hier eine größere Distanzhülse und hier auch eine große Distanzhülse. Hier sind die Kettenspanner, die dürfen wir auch nicht vergessen nachher. Baut es auch wieder genauso zusammen, wie es auseinanderbaut. Immer davor aufpassen. Gehen wir ran, schrauben das Ding auf. Hinterreifen sind circa mit 40 Newton festgemacht, dann auch am Schluss wieder festziehen und natürlich nach den ersten Fahrten gleich kontrollieren. Mutter ist weg, auf die Seite legen, dass sie sie nicht verliert und dann kann man auch schon hier die Achse in dem Fall, durchschieben. Sollte das nicht gehen, sind wahrscheinlich die Kettenspanner einfach zugespannt. Und schaut euch gleich die Kettenspanner an, die sind hier nicht gleichmäßig, okay, ist ein 12er Schlüssel, nicht gleichmäßig gespannt. Das muss man am Schluss natürlich schauen, dass das wieder stimmt. Also hier ist eigentlich locker, dann ist der hier. Drehen wir mal auf. So, dann habt ihr ein bisschen mehr Spiel und könnt die Achse raushauen. Und von der anderen Seite eventuell rausziehen. Jawohl, geht. Und ihr seht, euch fällt alles runter. Das heißt, ihr müsst euch natürlich merken, wo war was vorhin. Das heißt, wir sammeln erstmal wieder alles auf und stecken es gleich hier so drauf, wie es war. Jetzt haben wir natürlich die Kette. Die muss auch runter. In dem Fall kann man den Reifen einfach ein bisschen nach vorne heben, dann entspannt die Kette und ihr könnt die Kette mit den Fingern vom Kettenrad abziehen. Natürlich am besten nach außen. Und die Bremse muss auch abgezogen werden. Und dann ist der Reifen schon draußen. Den Reifen habe ich jetzt auf zwei Holzblöcke oder in dem Fall Paletten gelegt, damit einfach nicht das Kettenrad am Boden rumschleift. Ist zu empfehlen. Das einzige Werkzeug, was ihr also hier wirklich braucht, sind Reifenheber. Weil ohne die tut ihr euch bei so einem Reifen schwer. Ihr könnt natürlich auch jederzeit mit dem Reifen zu einem Reifenhändler gehen oder zu einer Werkstatt und fragen, ob er es euch macht. Die meisten machen es sogar kostenlos, dass sie euch den Schlauch wechseln. Also jetzt allererstes, sorry, müsst ihr den Reifen erstmal so aus dem Felgenbett rausdrücken. Der ist in dem Fall schon rausgedrückt. Bei Tubeless-Reifen ist es natürlich noch wichtiger, weil die sind reingespannt. So, dann gehen wir hier mit dem Reifenheber rein. Am besten mit zwei Stück. Und dann brauchen wir eben ein bisschen Kraft, um den Reifen hier hochzuziehen und über die Felge zu kriegen. Das ist ein leichter Kraftakt. Erst rechts, dann links. Ohne Reifenheber ist es fast nicht machbar mit der Hand. Dann klemmen wir die hier einfach unter
unter die Bremsscheibe, dass sie nicht rausrutschen. Und dann kann man Stück für Stück weiterarbeiten. Ihr seht, dass der Reifen hier so eine und so eine Seite hat. Zum Rausheben würde ich die empfehlen und zum Reinhebeln dann die andere, das kommt später. Auf dem Hinterreifen ist es auch egal, auf welcher Seite ihr das rausnehmt. Ihr tut euch ein bisschen leichter, wenn ihr es auf der Kettenradseite rausnehmt, weil das Rad hier ist, die Bremsscheibe ist größer, dann tut ihr beim Reinmachen ein bisschen schwerer hier auf der Seite, aber das macht nichts. Ihr könnt natürlich auch die Bremsscheibe einfach abbauen, tut ihr euch noch leichter. Das sind alles Tipps, wenn man die weiß, macht das Arbeiten um einiges leichter. So, und einmal hebeln wir noch. Das letzte Mal. So. Der Reifen, der Mantel, ist jetzt einseitig ab. Das heißt, wir können jetzt hier rausziehen und den Schlauch rausziehen. Dazu müsst ihr aber das Ventil erstmal komplett reindrücken. Wenn das immer wieder rauskommt, nehmt euch einfach irgendwas zur Hilfe, dass ihr es reindrücken könnt. Zum Beispiel den Schraubenzieher. Und dann geht ihr mit euren Händen in den Schlauch und versucht den von innen rauszuziehen. Ist ein bisschen Gefummel, aber es geht dann schon irgendwann. Da ist er. Dann ziehen wir den Schlauch raus. Und zwar überall. Wenn der noch ein bisschen mit Luft gefüllt ist, tut ihr euch natürlich schwerer, als wenn er ganz leer ist. Aber in dem Fall haben wir ja keinen Ventilausdreher benutzt, sondern nur mit der Hand rausgelassen. So, Schlauch ist draußen. Ihr könnt mit dem Schlauch, den könnt ihr auch mal aufpumpen wieder und dann schauen, wo das Loch ist. Dann markiert ihr euch das und dann könnt ihr den Schlauch auch wieder mit dem Reifenflickset einfach flicken. Funktioniert genauso. Zeige ich euch jetzt nicht, dafür gibt es genug andere Anleitungen. Solltet ihr den Mantel wechseln wollen, dann ist er ja noch halb auf der Felge drauf, aber das macht nichts. Da macht ihr genau das gleiche Spiel. Geht auf die andere Seite rüber, drückt den erstmal aus dem Felgenbett raus, dann ist er locker. Und dann nehmt ihr auch hier mit euren, also manchmal geht es sogar mit der Hand, könnt ihr den hier wirklich rausdrücken. Und ansonsten geht ihr mit eurem Reifenheber einmal runter und hebelt den hier über die Felge drüber. Das ist kein Hexenwerk mehr. So, in unserem Fall ist es aber noch ein guter Reifen, das heißt, wir lassen den drauf, wechseln den nicht. Wenn wir wechseln, wechseln wir immer gleich auf gute Reifen. Hier zum Beispiel Maxxis kriegt ihr auch bei uns tipptopp Reifen. Wir machen jetzt auch hier in den einen speziellen Crossschlauch rein, kriegt ihr auch bei uns. Die sind verstärkt, halten also mehr aus. Gibt es bei uns im Shop, der Fall ist der von, naja, ich mache jetzt keine Werbung. Schaut einfach bei uns im Shop nach, könnt ihr kaufen. Ist speziell für Motocross entwickelt, ist eine Kautschuk-Mischung anstelle von Butyl. Ist also auch so ein bisschen angenehmer zu verarbeiten. Jetzt bevor wir den reinmachen, blasen wir den erstmal auf und schauen, ob er Luft hält. Nicht, dass wir das gleiche Problem gleich nochmal haben. Der Schlauch hat auf den ersten Blick keine Probleme. Damit ihr euch ein bisschen leichter tut beim Reinmachen, weil was oft passiert, sind Hebelschäden am Schlauch beim Reinmachen, dann ist er gleich kaputt. Ist sowas, dass ihr Talkum nehmt. Also hier Talkum und den Reifen mit Talkum erst einmal einreibt. Könnt auch Babypuder nehmen oder irgendein Puder. Hauptsache, ihr macht den Reifen damit ein bisschen geschmeidiger. Das heißt, er rutscht viel besser. Das macht es natürlich leichter, wenn er aufgeblasen ist. Und ihr bleibt nicht so leicht mit den Hebeln dran hängen. Um den reinzubauen, muss die Luft wieder raus. Nicht ganz. Aber raus. Auf der Felge ist natürlich ein Felgenband. Ihr müsst alles erstmal überprüfen, ob das Felgenband richtig sitzt und auch die Schrauben abdeckt. Weil sonst können euch die Schrauben wieder ein Loch in den Reifen reinbringen. Das heißt, ihr schaut überall durch. Okay, funktioniert. Luft ist aus dem Schlauch raus. Die Sechskantmutter muss ab. Und in dem Fall hier ist drunter so eine Sicherungsscheibe, die darf nicht abfallen. Das heißt, passt da ein bisschen auf. Fangt es mit dem Reifen liegend an. Bringt das Ventil an die richtige Stelle. Und versucht erst das Ventil durchzuschieben.
ohne dass das Blättchen abfällt. Und sobald ihr es geschafft habt, dass das Ventil unten rausschaut, nehmt sofort eure Sicherungsmutter und schraubt die drauf, damit es nicht wieder rausfällt. Überprüft weiter euer Felgenband, euer Felgenbett, schaut, ob alles sauber ist. Fasst auch mal hier durch den Reifen durch mit der Hand. Schaut, ob da irgendwo Krater sind oder irgendwas ist. Und wenn da alles gut ist, machen wir weiter und legen den Schlauch in die Felge. Schaut, dass ihr auch wirklich in die Felge reinkommt. Jetzt ist er drin und als erstes pumpt man den ganz bisschen auf. Nur so ganz wenig, dass er sich ein bisschen aufpumpt. Dann habt ihr es leichter mit eurem Reifenheber, dass ihr den nicht einklemmt und beschädigt. Ihr seht also, hier ist er jetzt aufgeblasen ein bisschen, der Reifen, und liegt schon mal schön in der Felge. Das kontrolliert ihr nochmal überall. Und dann fangt ihr auch wieder hier an mit dem Zurückheben. Also ihr fangt an, den Reifen rüber zu ziehen, und am Anfang, wo es noch ein bisschen leichter geht, versucht ihr einfach euer Gewicht drauf zu bringen und mit eurem Gewicht den Reifen zu fixieren und ins Felgenbett zu drücken, bis er von selber hält. Hier funktioniert es noch ganz gut. Jetzt gehen wir in die andere Richtung weiter. Dann habt ihr möglichst wenig Schaden mit euren Hebeln, den ihr anrichten könnt. Drückt ihr wirklich mit voller Kraft drauf, deswegen auch die Hölzer unterlegen. Die Hebel brauchen wir hier hinten nicht mehr. Haltet den immer fest, dass er nicht zurückrutscht. Kniet euch mit allem Gewicht, was ihr habt, drauf. Und schiebt den Reifen über die Felge. Ihr seid jetzt gleich beim Punkt, wo es eben nicht mehr weitergeht. Mit Manpower. Hier braucht ihr dann die Hebel wieder, aber arbeitet da vorsichtig. Jetzt ist Vorsicht gefragt. Sonst habt ihr euren Reifen gleich wieder kaputt. Genau, den Hebel nicht zu weit einführen. Schaut immer, dass euer Hebel nicht zu weit in den Reifen reingeht, aber damit seid ihr immer in Gefahr, den Schlauch zu beschädigen. Und jetzt das letzte Stück. Da müsst ihr kurz entlasten, dass ihr reinkommt. Und drückt ihr den Reifen wieder mit eurem Gewicht runter und zieht den letzten Rest noch drüber. Und dann ist euer Reifen, euer Mantel mit neuem Schlauch wieder drauf. Ihr könnt ihn jetzt aufpumpen. Geht natürlich am leichtesten mit einem Kompressor. In dem Fall haben wir ja keinen gerade da. Das heißt, wir nehmen die gute alte Stehpumpe. Pumpt den Reifen erst ein bisschen auf und dann nehmt den Reifen und drückt überall noch rechts und links rein. Ihr könnt den gerne auch mal auf den Boden pfeffern. Und hier wirklich überall mal drücken, dass der Schlauch sich auch schön einfügt und anpasst und nicht irgendwo sich verklemmt. Wir machen den aber nur auf 2 Bar. Dann haben wir einen schönen neuen Reifen. Vergesst nicht, die Sechskantmutter wieder festzuziehen. Ganz runter, einmal nachziehen. Und eure Staubschutzkappe auch wieder drauf. Dann gehen wir wieder her
Wir haben die Bremse hier hinten drin, setzen den Reifen in die Bremsscheibe ein, nehmen die Kette von außen, bringen die auch wieder über das Kettenrad und brauchen dann natürlich unsere Achse, also Kettenspanner links. Jetzt die Distanzhülse einfädeln. Eine andere Distanzhülse, sobald drüben die Steckachse rausschaut. Und jetzt war hier noch eine Distanzhülse dazwischen. Die dürft ihr auf keinen Fall vergessen, weil die den richtigen Abstand von der Bremse zum Rahmen gewährleistet. Zuerst den Kettenspanner, dann den Reifen zurechtziehen und durchklopfen. Mutter drauf. Und bevor es ihr jetzt festzieht, prüft nochmal, ob alles sitzt. Hier, Bremse passt. Dann muss der Reifen auch gerade laufen und vor allem die Kette, das Kettenrad gerade sein. Hier ist das Kettenrad ein bisschen schief. Das heißt, wir arbeiten jetzt so lang mit den Kettenspannern, bis der Reifen gerade ist. Genau. Kettenspannung einstellen auf euer Fahrergewicht. Das gibt es in einem anderen Video. Am Schluss, wenn ihr alles gemacht habt, wieder zumachen auf 40 Newton und fertig ist der Reifenwechsel.